passiert so etwas, was ganz aufwendig zu denken ist. Also wenn ihr guckt, sind es verschiedenfarbige Gläser, das heißt, es werden erstmal drei unterschiedliche farbige Gläser miteinander verschmolzen und dann wieder in einem zweiten Prozess werden die Gesamtstrahlen poliert, damit eben diese Schuppenformen oder diese Wellenformen, die wir miteinander erreichen, dass wir sehen, dass sich eben auch hier in die dreidimensionalen Bewegung abbildet. Und auf einmal ist der physische, tatsächliche Körper, der Bildkörper, der physische Körper eben im Glas. Und eine der großen Faszinationen von Glas und für Glas eben darin begründet, dass es ein Material ist, wo diese Beschäftigung mit Licht, die ja in der Bildung auch eine Rolle spielt, ganz essentiell wird, weil Glas einfach schlicht nur Materieklumpen ist, wenn es eben nicht beleuchtet oder hinterleuchtet wird. Also die ganze Transparenz bildet sich dann eigentlich auch, wenn dann auch irgendwas kaputt markiert wird. Das heißt, diese ganzen Überlegungen, die in diesem Display schon drin stecken, also die Murphy-Welt mit den Neonröhren oder hier eben in diesem Plexi, in den Filter, Farbfiltern und so, das trägt sich dann immer weiter fort eben in die Glasarbeit, wo es eine stärkere Auseinandersetzung noch mit dieser Frage der Beleuchtung oder des Displays gibt. Und in diesem Fall ist die Beleuchtung mit handgefertigten Neonröhren von der Adele Röder gemacht. Das sind Arbeiten, die sie für eine Ausstellung im Haus der Kunst gemacht hat. Und das ist jetzt tatsächlich einfach die Transportkiste gewesen. Und nachdem sie in der nächsten Ausstellung nicht alle Neonelemente braucht, waren sie so, okay, dann benutzen wir die Transportkiste, ist sehr perfekt, wir legen einfach Plexischeiben rein und dadurch hat man dieses Gefühl, dass das wie so ein Endlosbrunnen ist, in dem man reinguckt. Und es gibt eben zwei Lagen mit Gläsern und es gibt drei Lagen mit Neonröhren und es setzt sich quasi wie durch diese Rückspiegelung, die die Plexischeiben machen, wie so ins Unendliche vor.